Hallo Leute, mein Name ist Hotzes hier und willkommen zurück zu einem weiteren Tag hier in Minecraft, wo wir nun in der Situation sind, wir haben einige Gebäude, die so halbfertig rumstehen, das heißt, das werden wir angehen. Wir haben da hinten auch einen Berg, der auf der Außenseite noch etwas Arbeit benötigt und dann auch innen drin. Aber ich denke, farmenmäßig sind wir nun so weit, dass wir die Materialien alle haben. Und heute möchte ich hier in unserer Lagerhalle weitermachen. Die basiert ja auf der Basilica Maximus, die auf dem Forum Romanum steht. Und da denke ich, habe ich nun alle Blöcke beisammen, die ich brauche. Ich denke, zuerst ziehe ich mal die Außenwände hoch. Die bestehen ganz langweilig aus Mud Bricks. Vielleicht mache ich da ein paar Öffnungen rein, damit das nicht ganz so monoton aussieht. Aber ich glaube, der interessante Teil ist dann das hier in der Mitte. Also, ich mache mich mal auf den Weg. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf beiden Seiten die Mauer hochgezogen und auch ein bisschen Licht reingelassen. Hier auf der hinteren Seite habe ich hier so ein Halbkreis für eine Abszisse ergänzt. Da fehlt uns aber noch die Mauer. Und mit den Seitenschiffen da links und rechts, die in etwa bis hier hingehen, können wir uns jetzt überlegen, wie machen wir die Decke? Denn hier in der Mitte wird die Decke etwas höher sein wie auf der Seite. Aber das, was wir hier auf der Seite brauchen, ist so ein bisschen ein Tonnengewölbe. Sprich, wir brauchen ein Gewölbe und Kurven in Minecraft sind nicht ganz einfach, insbesondere wenn sie nicht gleichmäßig sein sollen und eher auf der flachen Seite. Vielleicht kann ich da was machen mit Treppen und halben Blöcken. Wir werden sehen. Ich muss das zuerst ausprobieren. Und vielleicht platziere ich da zuerst die Säulen hier in der Mitte. Hier fehlt uns wahrscheinlich noch eine, denn dann können wir die Außenseite sauber verbinden. Ich denke, nun ist es an der Zeit, hier die Säulen in der Mitte hochzuziehen, damit ich für die Seitenschiffe die Tonnengewölbe auch in der richtigen Dimension erstellen kann. Und für die Säulen, das ist so ein Mix zwischen verschiedenen Rottönen, Terracotta, Mangrove Wood und Concrete Powder, und das Ganze versehen wir noch ein bisschen mit Glow Lichen, um etwas Struktur mit reinzubringen. Ich habe das Gerippe für die Seitengewölbe mal platziert und nun gilt es einfach noch, den Raum zu füllen, bis ganz hinten an die Wand hochzuziehen, und dann denke ich auch hier über unserer Abszisse, da können wir auch dann gleich mal noch ein Dach drauf tun. Und der letzte Schritt wird dann sein, wie sieht das Dach da oben aus, denn wir werden hier das Dach nicht
oder die Außenseite oben nicht so Rundgewölbe haben, sondern wahrscheinlich eher ein abgeschrägtes Dach. Aber ich denke, ich platziere mal ein paar weitere Blöcke, sodass wir einen ordentlichen Fortschritt verzeichnen können. Ich denke, für heute lasse ich es gut sein. Ich habe einiges erreicht. Wir haben die Wände außenrum hochgezogen. Hier vorne fehlt noch was. Wir haben die Säulen und wir haben die Tunnelgewölbe über dem Seitenschiff auf beiden Seiten. Und die Wände außen gehen bis ganz hoch, sodass ich nächstes Mal ein Dach drüber setzen kann. Und da hinten haben wir eine Abszisse, da ist schon ein Dach drauf. Aber wie ihr sehen könnt, dieser Bau braucht sehr viel Lehmziegel. Und ich glaube, die sind mir nun zum dritten Mal ausgegangen. Das heißt, ich muss da mehr davon besorgen, bevor wir weitermachen können. Also, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!